Als Kampfrichter begrüßen wir Herrn Branko Slauf. Und wie auch schon vorher angekündigt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier noch einmal die nächsten beiden Kämpfer des heutigen Abends. Der 11. Kampf des heutigen Abends bei der Vendetta Fight Night 32 in der blauen Ecke. Elvin Kasimov vom Afghan Fight Club aus Georgien. 1,70 Meter groß, 21 Jahre jung. Für das Alter schon eine Wahnsinnsbilanz vorzuweisen. 12 Siege, 4 Niederlagen. Ihm gegenüber steht der Lokalmatador Maravan El Kouli vom Iron Fist Gym Vienna. Seinerseits 1,73 Meter groß, 17 Jahre jung. Eine Bilanz von 11 Siegen und einer Niederlage bis dato vorzuweisen. Auch für das Alter schon ein Wahnsinn, was die aktiv sind, die zwei. Ja, und eine relativ ähnliche Bilanz können beide aufweisen. Im K1 bin ich ja nicht so wirklich zu Hause. Aber was soll man sagen? Ich kann Ihnen sagen, beide sehr, sehr starke, sehr, sehr explosive Kämpfer. Gestern schon beim Stairdown gesehen. Ja, und El Kouli ja aus dem Iron Fist Gym. Wird trainiert von Wahid Ipek, der selbst heute noch im Ring stehen wird. Leider, Gegner hat abgesagt, da musste kurzfristig Ersatz gesucht werden, der Gott sei Dank auch gefunden wurde. Aber jetzt sehen wir hier mal Elvin Kasimov. Letzte Anweisungen von seinen Coaches. Und dann warten wir auch schon auf seinen Gegner, Maravan El Kouli. Kommt der Lokalmatador Maravan El Kouli zum Ring. Bitte für das Alter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie werden es gleich sehen, was für eine Physis mit 17 Jahren. Wird ja begleitet von seinem Coach Wahid Ipek, der auch schon vorbereitet ist für seinen Kampf. Ja, und das ist auch der letzte Kampf in den Prelims jetzt, bevor dann nach der Pause die Maincard startet. Der Kampf geht über 3x3 Minuten, wie üblich im K1. Und du kennst ja auch Elvin persönlich. Maravan El Kouli persönlich? Ja, sehr starker Junge. Trainiert wirklich wie ein Monster mit Leuten, die teilweise doppelt so alt sind wie er. Aber daher erklärt sich auch seine starke Physis. Ein Wahnsinnsteam hinter sich um Wahid Ipek. Und auch sehr explosiv immer im Kampf. Also gibt immer von der ersten Minute an Vollgas. Aber heute hat er mal einen Gegner gegenüber in der Ecke, der genau denselben Kampfstil pflegt, was ich so gehört habe. Selbst ein sehr, sehr explosiver Kämpfer. Und ja, auch eine ähnliche Bilanz hat. Wobei hat er ein paar mehr Kämpfe in seiner Bilanz. Letzten Instruktionen
Und dann geht's auch gleich los mit dem Elfenkampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wechseln wieder vom MMA ins K1 Kickboxen. Kampf in der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm in der Kategorie B. 3x3 Minuten wird hier gekämpft in der roten Ecke. Marwan El-Khouli vom Iron Fist Gym Vienna. Ihm gegenüber steht in der blauen Ecke Elvin Kasimov vom Afghan Fight Club aus Georgien. Gibt es noch die letzten Instruktionen von unserem Referee und dann wird ja auch gleich die erste von 3x3 Minuten Runden freigegeben. Beide Kämpfer bereit. Rückfrei, Runde 1. Jetzt die erste Runde. Wie man es kennt, Marwan gleich im Vorwärtsgang. Schönes Knie jetzt, aber Kasimov clincht hier, werden jetzt getrennt vom Referee. Und jetzt auch schon weiter. Schöne Rechte von El-Khouli. Hier schönes Knie, landen jetzt wieder im Clinch. Kasimov, jetzt wird getrennt. El-Khouli, eine sehr kompakte Deckung, die Hände auch schon oben. Ist mir jetzt gleich mal so aufgefallen. Ja, man sieht Ähnlichkeiten zu seinem Trainer, zum Kampfstil seines Trainers, Wahid Ipek. Auch immer sehr kompakt, sehr stabil. Ja, und jetzt hier wieder schönes Knie, aber der Georgier rettet sich ja dann immer wieder in Clinch und unterbricht so El-Khouli in seinem Vorwärtsgang. Ja, schönes Knie und jetzt ja, harter Low-Kick von El-Khouli. Der Georgier Kasimov unbeeindruckt seinerseits, versucht er dann immer wieder zu kontern. Ah, jetzt El-Khouli hier ausgerutscht. Aber weiter im Vorwärtsgang. El-Khouli und versucht hier auch immer wieder den Ring für sich, die Mitte zu beanspruchen vom Cage und vorwärts gehen. Und jetzt hier harter Schlagabtausch von beiden. Werden jetzt wieder getrennt. Hier schöne Treffer auch vom Georgier, der lässt sich hier nicht beeindrucken von El-Khouli. Ein harter Körpertreffer von Kasimov. Wir hören es auch in der Ecke, Wahid Ipek mit den Instruktionen für seinen Schützling. Und man merkt, dass der Lokalmatador den Kampf. Hier schöner harter Kick von Kasimov, aber El-Khouli aufgrund seiner Physis unbeeindruckt davon. Letzten 45 Sekunden hier in der ersten Runde, liebe Zuschauer und Zuschauer. Jetzt hier harte Schläge und harte Kicks von El-Khouli. Ja, rutscht jetzt wieder weg, leider. Letzten 30 Sekunden in der ersten Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die schenken sich beide hier nichts. Kasimov mit einem Haken in die Deckung. Kasimov hat immer wieder sehr starke Kicks und Schläge, aber sie gehen halt meistens in die kompakte Deckung von El-Khouli. Jetzt hier noch wilder Schlagabtausch in den letzten Sekunden. Ende der ersten Runde der Pause. End of round Hier sehen wir nochmal die Highlights aus der vergangenen Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Stark auf jeden Fall von beiden. Kasimov versucht ja immer dann wieder zu kontern. Ja, wie es Philipp gerade vorher schon erwähnt hat, sehr, sehr stabile und kompakte Deckung von El-Khouli. Das beeindruckt ihn nicht.
Da muss er sich auf jeden Fall ein anderes Rezept einfallen lassen, Elvin Kasimov. Ja, erste Runde auf alle Fälle sehr ausgeglichen. Aber El Khoury eindeutig der aggressivere im Vorwärtsgang, die ganze Runde durchgehend, hat sich nicht zurückschrecken lassen. Nochmal die letzten Instruktionen, dann wird der Cage geschlossen und dann geht es auch schon los in die zweite Runde zwischen Maravan El Khoury und Elvin Kasimov. Hier hören Sie, die Halle bebt und feuert El Khoury an, den Lokalmatador. Ein sehr schöner, harter Kick von El Khoury. Schöne Kombi von von Kasimov. Wie vorher schon erwähnt, Kasimov zeigt sich unbeeindruckt, auch wenn El Khoury hier schwere, harte Treffer landet. Aber er versucht dann seinerseits immer wieder gut auszukontern, Kasimov. Oh, harte Treffer von Kasimov jetzt. Eine sehr schöne Linke von El Khoury. Kasimov hier kurz mal angeklingelt. Kann sich aber ja noch in den Kampf wieder zurückfinden. Ja, man merkt, jetzt versucht hier in die Defensive ganz gut zu gehen. Auf den Beinen ist er nicht. Ja, sieht das. Und jetzt muss El Khoury weiter aggressiv vorwärts gehen. Weiter aggressiv weitermachen. Ja, Kasimov versucht jetzt zu klammern, um ein bisschen die Zeit hinauszuzögern. Jetzt wieder ganz Knie zurückzukommen in den Kampf. Jetzt hier wieder Maravan El Khoury dann mit den Treffern zum Körper, wenn Kasimov in den Clinch geht. Ah, der Treffer von El Khoury hat auch eine psychologische Wirkung gezeigt, kommt mir vor bei Kasimov. Ja, auf alle Fälle. Aber ja, wie vorher schon erwähnt, Kasimov setzt dann immer wieder selbst gute Treffer. Jetzt immer schöner Rechte von El Khoury. Aber El Khoury so kompakt und stabil in seiner Deckung. Der steckt das locker weg. Und jetzt El Khoury aggressiv vorwärtsgegangen. Sehr schöner Körpertreffer. Und jetzt hier der erste Knockdown für Maravan El Khoury. Kasimov wird jetzt hier angezählt. Vielleicht sehen wir das dann später noch. Ich habe es gar nicht genau gesehen, den Körpertreffer. Ja, schafft es hier nicht mehr wieder, sich zurückzuretten. Und somit gewinnt El Khoury seinen 13. Kampf durch technischen Knockout gegen Elvin Kasimov. Ich hoffe, wir sehen jetzt noch einmal die Wiederholung. Auf jeden Fall wird es eine Highlight-Wiederholung geben. Wir machen jetzt dann eine kurze Pause, bevor wir mit der Main Card beginnen. Das Hauptprogramm des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wechseln dann gleich wieder in den MMA-Sport, in den MMA-Bereich. Ich bedanke mich hiermit gleich bei dir, Florian. Und ich bei mich auch bei dir, Philipp, auf jeden Fall. Danke, dass du heute da warst, für deine tatkräftige Unterstützung. Ich freue mich auch auf eine weitere Zusammenarbeit mit dir. Auf jeden Fall, wir werden uns alle wiedersehen am 18. März bei der Vendetta 33. Und ich übergebe dann jetzt wieder an Marc Reifberger. Das offizielle Urteil. Nach 1 Minute und 45 Sekunden der zweiten Runde siegt durch K.O. Maravan El Khoury. Ja, und der Lokalmatador hat sich den Sieg geholt. Um einen sportlichen Applaus für seinen Gegner, Elvin Kasimov. Es werden noch Siegerfotos gemacht.